Liebe Freundinnen und Freunde, vor 15 Jahren bin ich Mitglied unserer Partei geworden. In diesen 15 Jahren haben sich die Grünen enorm verändert. Die politische Konkurrenz hat immer wieder versucht, uns zur Ein-Themen-Partei zu erklären oder zur auch Ein-Generationen-Partei, die mit ihrer Gründergeneration auch ihr Ende findet. Und immer wieder wurde die Frage gestellt, braucht es eigentlich die Grünen überhaupt noch? Es ist wichtig, dass wir genau diese Frage immer wieder aufs Neue beantworten, denn keine Partei hat eine Überlebensgarantie. Jede Partei hat die Verpflichtung, sich selbst zu hinterfragen und Menschen immer wieder aufs Neue zu überzeugen. Wir müssen also in der Lage sein, auch selbstkritisch zu fragen, wo stehen wir gerade und was müssen wir vielleicht auch verändern. Klar ist, wir sind eine Partei, die an ihren inhaltlichen Anliegen stur und durchsetzungsstark ist. Wer hätte uns zum Beispiel vor 15 Jahren zugetraut, dass es im Kohleland Nordrhein-Westfalen das bundesweit erste Klimaschutzgesetz geben würde? Wer hätte uns zugetraut, dass bundesweit einmalig ein bereits genehmigter Braunkohletagebau zurückgebaut wird? Und wer hätte uns zugetraut, den erbitterten ideologischen Streit in der Bildungspolitik beizulegen und gleichzeitig einen Boom des längeren gemeinsamen Lernens herbeizuführen? Ich glaube, wir Grüne haben Nordrhein-Westfalen sogar enorm verändert. Das ist das Ergebnis unserer Beharrlichkeit, unserer Liebe zum Detail und die Überzeugung, dass viele kleine Schritte auch etwas Großes bewirken können. Und ich finde, da können wir alle zusammen verdammt stolz drauf sein, liebe Freundinnen und Freunde. Es braucht diesen starken Willen und diese Beharrlichkeit aber auch weiterhin. Zum Beispiel, um ein Freihandelsabkommen zu stoppen, das von einer ganz, ganz, ganz großen Koalition aus CDU, SPD und FDP verteidigt wird. Es braucht uns Grüne schon deshalb, weil wir die Proteste in der Bevölkerung ernst nehmen. Und zwar Proteste, die Ausdruck einer Sorge sind. Und zwar nicht nur der Sorge vor Chlorhühnchen oder Genmais, darum geht es auch. Aber vor allem auch der Sorge, dass dieses Abkommen unseren Rechtsstaat aushebelt. Und deswegen werden wir auch nach der Europawahl alles daran setzen, dieses Abkommen zu stoppen, liebe Freundinnen und Freunde. Und es braucht uns Grüne auch weiterhin, um zu verhindern, dass aus der Ukraine-Krise der Schluss gezogen wird, dass wir Fracking brauchen, um unabhängig zu werden von Putins Gas. Es braucht eine Partei in Regierungen, in Parlamenten und auch in der Gesellschaft, die für unsere Umwelt und gegen kurzfristige Profitinteressen eintritt. Unsere Böden, unsere Luft und vor allem unser Wasser brauchen auch weiterhin eine starke Stimme und das sind wir, liebe Freundinnen und Freunde. Aber diese, unsere inhaltliche Sturheit, für die wir berüchtigt sind und gefürchtet, kann auch zum Problem werden. Wenn wir Menschen weiter für einen grünen Wandel gewinnen möchten, dann finde ich, müssen wir in manchen Bereichen unsere Haltung überdenken. Wir Grüne sind nicht die besseren Menschen und wir sollten Politik auch nicht mit Moral verwechseln. Hier im Rheinland sagt man, jede Jeck ist anders. Das kennen die Rheinländerinnen und Rheinländer und darüber hinaus auch. Dazu gehört auch, nicht alle müssen alles immer politisch korrekt machen. Man kann das natürlich auch intellektueller ausdrücken. Das hat Ralf Füchs getan, mit dem ich bisweilen auch mal nicht einer Meinung bin. Aber er hat etwas Treffendes gesagt dazu. Er schreibt nämlich, ich zitiere, nicht der Umbau des Menschen ist Ziel grüner ökologischer Politik, sondern der Umbau der Industrie und Wirtschaft. Zitat Ende. Es geht nämlich gar nicht darum, Menschen moralisch zu verteufeln oder zu verurteilen, wenn sie mal eine Plastiktüte nutzen oder ein Stück Fleisch essen. Auch dann nicht, wenn dieses Fleisch nicht bio ist. Es geht darum, Industrie und Wirtschaft so umzubauen, dass Wirtschaften gegen die Umwelt einfach nicht mehr rentabel ist. Dass Produkte und ihre Preise auch die ökologische Wahrheit sprechen und dass Massentierhaltung verboten wird. Und ich finde, so rum sollten wir Grüne vorgehen, wenn wir Menschen überzeugen wollen, mit uns diese Welt zu verändern, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau deshalb ist auch die Freiheitsdebatte für uns so wichtig. Und für mich
waren die Grünen immer eine Partei, die sich für Freiheit und persönliche Selbstbestimmung eingesetzt hat. Nicht für die Freiheit der Finanzmärkte, des Kapitals oder der Raserei auf Autobahn oder der Massentierhaltung, sondern für die persönliche Freiheit jedes Menschen, selbstbestimmt und gleichberechtigt in dieser Gesellschaft zu leben. Also für die Freiheit zum Beispiel der Migranten und Flüchtlinge, die tagtäglich beschnitten wird. Für die Freiheit von Lesben, von Schwulen, von Transmenschen, die Freiheit einfach zu heiraten, zu lieben oder Kinder erziehen zu dürfen. Für die Freiheit von Eltern und ganz besonders auch von Alleinerziehenden, sich nicht entscheiden zu müssen, ob sie lieber ihre Kinder betreuen, Karriere machen oder sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern zu wollen, sondern wirklich eine echte Wahlfreiheit zu haben. Diese Freiheit geht nur mit gleichen Rechten und mit Solidarität. Und ich finde, eine der größten Bedrohungen von Freiheit sind Armut und soziale Ausgrenzung. Wie frei ist eigentlich jemand, der bei Erwerbslosigkeit Gefahr läuft, dass staatliche Behörden in seine Wohnung eindringen und die Zahl der Zahnbürsten zählt? Wie frei ist jemand, der Gefahr läuft, dass ihm auch das unterste Existenzminimum noch zusammengekürzt wird? Wir Grüne müssen den Anspruch haben, auch Politik für diejenigen zu machen, die uns heute vielleicht nicht wählen und vielleicht auch niemals wählen werden. Wir sind keine Klientelpartei. Wir waren die eine. Wir waren nie eine KNPL-Partei und ich hoffe, wir werden auch nie eine sein. Und deswegen, das sage ich auch aus aktuellem Anlass, deswegen treten wir auch nicht das Erbe der FDP an, sondern das Erbe eines sozialen Liberalismus, der sehr genau weiß, dass Freiheit nur mit gleichen Rechten und mit sozialer Gerechtigkeit geht, liebe Freundinnen und Freunde. Und Freiheit ist für mich auch, dass Menschen ihr Leben selbst bestimmen können und echte Wahlfreiheit haben. Und ich glaube, wir müssen wieder stärker werden, wenn es um das Thema gutes Leben geht, vor allem in der Frage der Selbstbestimmung und der Souveränität über das eigene Leben. Die rasante Beschleunigung und Verdichtung unserer Zeit hat zu einigen Entwicklungen geführt, die einfach nicht gut sind. Und wir haben das heute schon öfters gehört. Das beginnt schon beim Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Kindheit und Jugend sind zu wertvoll, um sie allein der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt zu opfern. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Entwicklung eines eigenen Charakters, die bewusste Wahrnehmung der Welt und der Umgebung, das sind Werte an sich. Wer zum Beispiel sein Abitur nicht schon mit 17 in der Tasche hat, ist für uns kein Problemfall, natürlich nicht. Wer sein Studium nicht in der Regelstudienzeit schafft, ist für uns nicht gescheitert. Die Entscheidungen, die vor 15 Jahren getroffen wurden, zum Beispiel die Beschleunigung der Schul- und Studienzeiten, führen unter anderem dazu, dass junge Menschen heute immer mehr unter Druck stehen und es führt dazu, dass eine ganze Generation sehr viel opfern musste für das Heilsversprechen schneller Karrieren. Wir müssen die Debatte also führen, wie wir eine Kindheit wieder ermöglichen können, die ihren Namen verdient. Wie wir es schaffen können, dass unsere Institutionen, unsere Kindergärten, unsere Schulen, unsere Hochschulen diese Freiräume auch ermöglichen, unsere Gesellschaft sie als wertvoll anerkennt. Und das Thema ist ein gutes, grünes Thema und ich setze mich dafür ein, dass wir dieses Anliegen auch in Zukunft wieder stärker besetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben in der Partei wichtige Debatten vor uns und ich trete dafür an, dass Nordrhein-Westfalen als Landesverband diese Debatten nicht nur führt, sondern vorantreibt und dass wir als Landesverband auch bundespolitisch stark bleiben, weil wir geschlossen agieren. Das ist nicht selbstverständlich. Die Landtagswahl 2017 wird eine ganz besondere Herausforderung und ich möchte mit euch schon jetzt die Weichen stellen, dass wir diese Wahl gewinnen. Ich möchte mit euch das Programm entwickeln, konstruktiv streiten, in Veranstaltungen und Foren den Dialog mit der Zivilgesellschaft organisieren und damit auch unseren Horizont weiten. Und ich möchte deutlich machen, dass wir Grüne die Partei bleiben, die an der Macht der Veränderung glaubt. Ich wünsche mir eine Partei, die ihre Fahne nicht nach dem Wind hängt, sondern die den anderen Parteien den Wind ins Gesicht bläst. Ich wünsche mir eine Partei, die sich nicht kleinkriegen lässt, wenn wieder behauptet wird, dass Wirtschaft und Umwelt nicht zusammenpassen und die genau dann und dann erst recht deutlich macht, dass das größte Problem auf diesem Markt nicht die Umwelt, sondern die Kartelle der Energieriesen und die Lobby der Autoindustrie sind, die Innovationen verhindern. Eine Partei,
Eine Partei, die sich nicht aufhalten lässt, wenn Rechtskonservative auf die Straße gehen und gegen sexuelle Vielfalt hetzen, die genau dann und dann erst recht die Freiheitsrechte von Lesben, Schwulen und Transmenschen auch politisch durchsetzen. Eine Partei, die sich nicht abhalten lässt, wenn andere Parteien und auch mal Medien wieder rassistisch zündeln, die genau dann und dann erst recht die Freiheitsrechte von Zugewanderten und Flüchtlingen verteidigt. Ja, eine genau solche Partei wird gebraucht, davon bin ich zutiefst überzeugt. Kurzum, ihr seid weiterhin meine Wunschpartei, ich wähle euch und ich hoffe, ihr mich auch in das Amt des Landesvorsitzenden. Vielen Dank.